Ja, wir haben hier Jana Franziska Poll, Spielerin von Aachen. Was habt ihr euch heute vorgenommen? Und es hat ja augenscheinlich eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja, einfach alles geben, versuchen zu gewinnen, die Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Und es ist halt, in den letzten Spielen hatten wir halt übelst den Druck. Und das war jetzt mal das erste Spiel, wo wir einfach mal frei aufspielen konnten. Und als Favorit wie Dresden der ist, ist es immer schwieriger zu spielen. Und ich denke, wir haben es gut genutzt. Am Ende, ja, hat es dann doch nicht gereicht. Kann man sich aber trotzdem an dem dritten Satz hochziehen und das auch mitnehmen, weil es kommen ja jetzt noch mindestens ein Spiel? Ja, natürlich. Man muss ja auch erstmal gegen so eine Mannschaft so deutlich gewinnen. Das hat uns manchmal also auch so ein bisschen schockiert manchmal. So von wegen, vorher hatten wir mal haushoch geführt und dann haben wir doch noch den Satz verloren oder der Satzgewinn war knapp. Und dass wir das jetzt so mal nach Hause gebracht haben, den Einsatz, war schon echt gut. Dann fing es im vierten Jahr auch wieder gut an, aber dann kam der Knackpunkt. Na, eigentlich sind ja alle Sätze gut gelaufen, muss man ja mal zusammenfassend sagen, oder? Ja, das Ende halt noch nicht, ne? Na, das Ende nicht. Da haben wir dann die Lösung nicht mehr gefunden, ja. Ja, alles klar. Gut, dann wollen wir dich auch schon in Ruhe lassen. Ja, das war's schon. Danke dir. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Da gehe ich mal schwer von aus, das würde nämlich heißen. Wir haben ja noch zwei Möglichkeiten, ja, absolut. Absolut. Okay. Danke dir.